WeirdBroTV, der für seine Community auch bekannt ist als aka Trisomie-Schädelchen, aka Kappenträger aufgrund von Geheimratsecken, aka Herr Zech, aka ich will mehr Klicks oder einfach nur aka der Widerspruch in sich. Ich nehme für dieses Video seine Nachnamen. Wenn ich also Herr Zech anspreche, dann wisst ihr, dass es WeirdBroTV ist. Haut ein Hashtag Herr Zech in die Kommentare und macht oben rechts bei der Umfrage mit. Da könnt ihr den Lieblingskosenamen für Herrn Zech hochvoten. Ein YouTuber, den ich lange Zeit gefeiert und selbst aktiv geschaut habe, bis zu dem Zeitpunkt, als er bemerkte, wie man viele Klicks mit Reactions auf Musikvideos macht, die gerade einen extremen Hype haben und dadurch immer mehr an Qualität und Charakter verlor. Sein wahres Gesicht zeigt nur mit dem letzten, völlig unrecherchierten Drachenlord-Video und völlig sinnlos banalen Unterstellungen gegenüber Max Herzbeck dafür sorgte, mich freiwillig aus seiner Community zu entfernen. Und mir geht's dabei eigentlich ganz gut. Einigen von euch ist das Interview zwischen Herrn Zech und Max Herzbeck bekannt. Ein völlig sinnloser und banaler Kommentar auf meinem Channel, in dem er zugibt, er hätte erreicht, was er wollte. Also viele Klicks natürlich und einen für ihn typisch sinnlosen Zusammenhang zwischen meinen Videos über Rainer und Kritik gegenüber ihm haben mich dazu genötigt, einen JTI-Talk, und das ist wirklich wieder ein schöner langer JTI-Talk, über seine sinnlose Bewegbildproduktion in Bezug auf Drachenlord und Max Herzberg zu erstellen. Und Leute, damit begrüße ich euch recht herzlich zum 43. JTI-Talk mit mir, euren fetten Chris. Man hört es, die Wampe, die hängt auf jeden Fall wirklich schon fast ganz, ganz unten. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Fangen wir beim Kommentar auf meinem Channel an. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, daher bekommt Herr Zech den größten Respekt darüber, endlich zugegeben zu haben, das zu erreichen, was er wollte, die Klicks, indem man sich an Max Herzberg hochzieht, denn sein sinnloses Interview ergab keine Antworten, die man sich durch Logik nicht hätte selbst geben können. Einen anderen Grund als Klicks und Abonnenten zu gewinnen sehe ich hier nicht, zumindest hat er an diesem Tag mit rund 20.000 Aufrufen bei Max Herzberg und durchschnittlich 2.000 Zuschauern im Stream massiv an Abonnenten dazugelegt, das hat sich ja auf jeden Fall komplett gelohnt. Ich sehe, versteht mich nicht falsch, ich sehe gar kein Problem damit, sich an jemanden hochzuziehen, wenn der Content zumindest einen Mehrwert liefert. Ich ziehe mich ganz klar ein wenig am Drachenlord-Thema hoch, was ich auch schon im Video gesagt habe. Ich sage, ich will die Klicks mitnehmen. Das ist so, gebe aber definitiv Mehrwert und habe auch wirklich sehr ausführliche und sehr schöne Diskussionen damit erzielt. Während Herr Zech ein mehrwertloses, schlecht recherchiertes Video mit Unterstellungen und einer völlig banalen Sichtweise, auf die wir gleich eingehen, dafür nutzt. Ich frage mich nur, wie dieser Mann den Zusammenhang zwischen meiner Kritik gegenüber seine Unterstellungen im unrecherchierten Drachenlord-Video und meinen Videos zu Rainer herstellt. Das werden wir wohl nie erfahren. Noch lustiger ist jedoch der Satz, viel Erfolg noch, mein Support bekommen ab sofort die, die es mehr verdient haben als du. Der Typ hat mich noch nie abonniert, geschweige denn zuvor einen Kommentar dagelassen. Wir haben uns lediglich unter seinen Videos damals nett unterhalten, ich war ja halt sehr lange Abonnent. Aber im weiteren Verlauf des Videos erkennt ihr halt, warum dieser Mann sich durchgehend widerspricht und lügt. Parallelen zum Drachenlord sind mehr als sichtlich erkennbar, weshalb das Bartgame schon eine Berechtigung haben könnte. Angefangen hat alles mit dem Video von Herrn Zech namens Das ekelhafte Drachenlord-Game, was ein 10-minütiger Widerspruch in sich und so dermaßen schlecht recherchiert ist, dass man nicht vermuten, sondern schon behaupten kann, er will mit minimalsten Mitteln die meisten Klicks und auch Abonnenten abgreifen. Ich versuche das Video schnell abzuarbeiten, also fangen wir einfach mal ruckzuck an. In den ersten 22 Sekunden unterstellt er pauschal alle Leute, die sich damit beschäftigen, sein Hobby und arbeitslos. Unterstützt aber das Vorhaben, Arbeitgeber von Hatern zu kontaktieren, Das ist wieder mal so ein Widerspruch, der überhaupt gar keinen logischen Zusammenhang findet. Darauf gehen wir gleich im weiteren Screen ein. Dennoch lässt sich es alles in einem Satz widerlegen. Berndian führte eine eigene Radioshow und ist vom Beruf Administrator. In Sekunde 23 sagt er, er hätte sich das Thema lange genug angesehen, also wirklich lange und hatte ich das und er kann nicht mehr, er muss rausrücken mit der Sprache, weil ihn das so, weil ihn das so im Herzen wehtut. Behauptet aber bei Sekunde 59, die Haterschaft hätten mal wieder eines dieser berühmt-berüchtigten Schanzenfeste veranstaltet. Bei Minute 5 und 7 Sekunden behauptet er, es hat schon etliche Schanzenfeste in der Vergangenheit gegeben. Wenn er sich so damit befasst hätte, dann wüsste er, dass dieses Ereignis einmalig und so nie vorgefallen ist. Wir haben nicht mal die erste Minute durch und finden eine Beleidigung und eine Lüge. Respekt, dafür bekommst du auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ab Minute 2 und 22 Sekunden sagt Herr Zech, er sehe in Drachenlord nicht den Hauptverantwortlichen. Verweist aber bei Minute 6 und 24 Sekunden auf den Parabelritter mit dem Satz, er spricht mir mit jedem Wort, und dabei muss ich nochmal das Ganze betonen, mit jedem Wort aus der Seele. Lustigerweise sagt der Parabelritter in dem vom Herrn Zech verlinkten Video, er sieht das Problem beim Drachenlord.
dem man nur mit Zwang helfen kann. Da frage ich mich, welches Video hat denn der Herr Zech überhaupt gesehen? Ab Minute 2 und 47 Sekunden behauptet Herr Zech, in den letzten Wochen wurde man handgreiflich gegenüber Drachenlord, zeigt aber ein Video, in dem der Lord, so das ist so dermaßen ersichtlich, ja, zuerst und ohne Vorwarnung massiv gegen eine Person handgreiflich wird, die sich im weiteren Verlauf nur schützt und abwehrt. Daraufhin behauptet er, er würde diesen Halbstarken an Winklerstelle mit einer Schelle bestrafen, um ihn die... Was hat er gesagt, um ihn die Knochen da irgendwie so aus dem Hals zu hauen. Damit sagt uns Herr Zech, er würde einen Halbstarken grundlos verprügeln, denn diese hat nichts verbrochen. Man sieht's im Video, das sieht sogar der größte Vollidiot. Auch hier meinen vollsten Respekt für diesen geistigen Dünnschiss. Ab Minute 5 und 11 Sekunden wird jeder Teilnehmer, egal ob friedlich oder zur Dokumentation, als Abschaum beschimpft. Aber jetzt kommt's, jetzt ohne Scheiß, packt euch, also hört mal genau hin jetzt. Er vergleicht diese Menschen mit rechtsradikalen Gruppierungen und Ultras, aber wir sind ja schwachsinnige Zusammenhänge aus dem Munde des 28-jährigen Mannes gewohnt. Der Typ weiß anscheinend gar nicht, wie rechte Gruppierungen agieren und welchen Antrieb sie haben. Aber der würde ja auch Ladendiebe mit Mördern vergleichen, so wie ich seine banale Argumentation einschätze. Ah ne, ich habe einen Fehler gemacht, Leute, das stimmt gar nicht. Der hat ja schon, der liebe Herr Zech, der hat ja schon Max Herzberg und Tanzer mit Logan Paul verglichen. Also ein Schanzenfestbesuch, bei dem Max Herzberg und Kelian nichts machten. Mit jemandem zu vergleichen, der Leichen abfilmt, lässt sich wohl nur mit geistiger Schwäche erklären. Weiter geht's. Bei Minute 6 und 41 behauptet er, Max Herzberg und Tanzverbot wissen mit ihrer Reichweite nichts Besseres anzufangen. Tja, aber du nutzt deine 10.000 Abo-Reichweite, um ein völlig schwachsinniges Video hochzuladen, in dem du falsche Dinge unterstellst, Max Herzberg und Co. mit rechten Gruppierungen vergleichst, beziehungsweise sie ohne logischen Zusammenhang als rechts darstellst. Google mal das Wort Heuchler, das hilft dir auf jeden Fall weiter. Danach labert er was davon, man müsse die YouTuber wegen dem Schanzenfestbesuch rechtlich belangen, ohne eine Rechtsgrundlage zu nennen. Wie gewohnt, geistiger Müll. Bei Minute 7 und 30 Sekunden stellt er sich die Frage, wie man dem Drachen dort helfen kann und bezieht sich bei Minute 6 und 24 Sekunden auf das Video vom dunklen Parabelritter mit dem Ergebnis, der Entzug des Internets und ein Vormund für Drachenlord wäre sinnvoll. Wieso sagst du dann 5 Minuten vorher, der Drachenlord wäre nicht hauptverantwortlich für das Problem, aber willst das Problem beim Drachenlord lösen? Das ergibt doch irgendwie hinten und vorne keinen Sinn. Das wäre dann Widerspruch Nummer 15 oder wo auch immer ich schon wieder bin. Und ich komme zum Ergebnis, dieser Herr scheint echt wieder Zusammenhänge zu deuten, aber wenn es logisch wird, ja, dann setzt da irgendwas aus. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Interview zwischen Herrn Zech und Max, denn der Auslöser war nicht das Video selbst, sondern ein Snitch-Kommentar. Herr Zech fragte, warum Max Herzberg denkt, er würde mit der Antwort, zieh durch, kontaktiere mich bei Insta, wenn du irgendwas brauchst, das Vorhaben unterstützen, die Adressen zu leaken. Aber jetzt kommt seine selten dämliche Ausrede, Max Blick und auch die spätere Antwort. Die verraten einfach schon alles. Herr Zech meinte, er hätte gewusst, dass der Kommentar nur triggern soll und stellt die Wörter zieh durch als einzelnes dar, ohne auf den weiteren Satzverlauf einzugehen. Und das hat auch einen ganz gewissen Grund, denn das Wort suggerieren scheint dem guten Herr Zech mehr oder weniger bekannt zu sein. Er zielt darauf ab, einen bestimmten Eindruck entstehen zu lassen und der weitere Wortlaut kontaktiere mich bei Insta, wenn du was brauchst, lässt eben den Eindruck entstehen, als hätte Herr Zech selbst schon Daten oder Ideen, ja, diese Daten zu leaken. Daher ist er schlauerweise nicht auf den zweiten Teil des Kommentares eingegangen, denn das hätte Max dann gegen ihn verwenden können. Diesen Eindruck verstärkt er auch noch selbst, da er im eigenen Video dazu aufruft, die Kanäle strafrechtlich zu verfolgen, also das Drachenlord-Video, wo auch dieser Kommentar zu finden ist. Max antwortete darauf übrigens nur mit Möge es so sein. Selbst ihm war diese schwachsinnige Antwort zu dumm, um überhaupt ernsthaft darauf zu antworten, und auch das hat die Community dann enorm gefeiert. Darauf sagt Herr Zech im ähnlichen Wortlaut, guck mal, man kann sich's hinlegen, wie man will. Max könne auch behaupten, er sei aus anderen Gründen beim Schanzenfest gewesen, obwohl er den Drachenlord primär schaden wollte. Ja, das ist wieder so eine typisch dumme Argumentation, die für Idioten gut klingt, aber wie von Herrn Zech gewohnt schwachsinnig ist. Max hat im Vorfeld und auf dem Schanzenfest in keiner Weise ernsthaft gegen den Lord gestichelt oder sein Haus besucht, wodurch er stetig klargestellt hat, nur das Schanzenfest zu besuchen, ohne dem Drachenlord wirklich zu schaden. Herr Zech verhält sich da genau gegenteilig. Er hat sich im Vorfeld explizit gegen Max mit den strafrechtlichen Verfolgungen in Verbindung gebracht und auch seine Respektlosigkeit dargestellt, wodurch er im Gegensatz zu Max stetig vermittelt, ihn halt schaden zu wollen. Daher ist Herr Zech gar nicht in der Lage, sich irgendwas schön zu reden. Aber keine Sorge, das Interview führt sich durchgehend dämlich weiter fort, weshalb wir zu Frage 2 kommen. Herr Zech fragt, warum Max denn das Bild postet, obwohl er im Vorfeld schon weiß, seine Community könnte sich BeardProTV gegenüber unsachlich verhalten.
Erstens, drei Sätze vorher sagte Max schon, ihm sei dieser Snitch-Move schlecht aufgestoßen und teilt es halt mit seiner Community, wie das so manche YouTuber eben machen. Die Frage hätte sich auch sparen können, was will er denn erwarten, dass YouTuber mit einer gewissen Reichweite sich nicht pauschal kritisch gegenüber anderen äußern dürfen, weil die Community böse sein könnte? Selbst ich mit meinen 1000 bis 5000 Views muss darauf hinweisen, sachlich zu bleiben, beispielsweise bei den Finch vs. Clap oder Drachenlord Videos. Max hat seinen Post aber mit Herrn Sex-Video verglichen und argumentiert, beide hätten ein Video oder halt ein Post gegenüber den anderen gemacht, aber nicht aktiv aufgerufen, um zu beleidigen. Einzelargument, da gibt's einfach nichts hinzuzufügen. Im weiteren Verlauf spricht Herr Zech die Beleidigung von Max' Community gegenüber ihn selbst an. Max entgegnet mit, meine Community ist angepisst, ist klar, dass die beleidigend werden. Herr Zech entgegnet wiederum mit, ja, ich habe auch Videos gegen andere gemacht und meine Community ist sachlich geblieben. Ja, mit dem Unterschied, dass du Max im Vorfeld Dinge unterstellst, ihn mit rechten Gruppierungen vergleichst und als Abschaum beleidigst, unter jedem Kommentar bei Instagram provozierst und mit deinen 28 Jahren wie ein Asozialer beleidigst. Was erwartest du denn, dass Max seine Community dir dann nett gegenüber tritt? Das funktioniert nicht. React und Bartmann haben dich mehr verarscht und sachlich angesprochen, weshalb deine Community auch ruhiger blieb. Ja, und die dritte Frage war dann so mein persönliches Highlight. Zech fragt, warum reagiert deine Community so massiv auf Kritik gegenüber dir? Erstens, wie oben schon erwähnt, weil Herr Zech keine Kritik äußert, sondern eher massiv unterstellt, beleidigt und mit rechten Gruppierungen vergleicht. Und obendrauf auch noch via Instagram provoziert. Und zweitens natürlich die Fannähe, denn die Leute, die stehen extrem hinter Max, deshalb Hashtag Adlerson in die Kommentare. In der vierten Frage ging Herr Zech auf Max Alkoholkonsum ein und ob er ein Vorbild für YouTube oder die Community wäre. An dieser Stelle blende ich euch diesen Kommentar ein und halt einfach mal kurz mein Maul. Damit stellte indirekt Max seine Community als dumm dar. Klar, dieses Saufen und Verherrlichen ist objektiv betrachtet nicht gut für die Jugend. Es gibt einige YouTuber, die es auf Basis seiner Videos nachmachen und filmen oder denken, es sei halt in Ordnung, wenn es ein Vorbild macht. Es gibt ein großes Aber im Gegensatz zu anderen YouTubern, wie beispielsweise Excel95, und ich möchte ihn damit einfach nicht beleidigen, sagt Max in fast jedem Unboxing-Video von 2014 bis, glaube ich, 2017 oder auch 2018 noch, Drogen und Alkohol sind schlecht und sagt auch klar und deutlich in etlichen Vlogs, der Suff und die Spielsucht hätten ihn gefangen. Er gibt also zu, dass er ein Problem hat und regt damit zum Denken an. Zudem zeigt er mit seinen Trainings-Vlogs, dass er sich ändert oder sich ändern will. Andere YouTuber leben aber einen völlig anderen Lifestyle, einen vielleicht auch sehr ungesunden Lifestyle, der auch wirklich zum Problem werden kann. Ich möchte hier Excel95 ansprechen, ohne ihn zu beleidigen. Die Leute, die zu jung sind, um zu verstehen, was Max von sich gibt, haben halt Eltern, die aufklären müssen. Ja, Max ist nicht dafür zuständig, ja jedes Kind oder jeden Menschen zu schützen. Erwachsene Leute, die sich den Suff zum Vorbild nehmen, sind alt genug, um selbst zu differenzieren. Nun kommt das Lustige an der Sache. Die Differenzierung bezieht sich laut Herr Zech auf folgende Geschichte. In einer Insta-Story zeigte Max eine Becks Eisflasche mit den Worten "Ich besaufe mich besinnungslos" und Zech war der Meinung, Leute könnten nicht verstehen, dass dies Sarkasmus ist. Ja, das ist so, als würde ich 50 Euro in der Hand halten, mache eine Insta-Story und sage, yo, jetzt gehen wir mal richtig heftig beim KDW shoppen. Ihr seht schon, in welche sinnlosen Fragestellungen das gesamte Interview verläuft oder ja, soweit verlaufen ist. Wir sind bei Minute 41 und ich möchte hier noch einmal anmerken, dass diese Fragen überhaupt gar nichts mit dem Thema Drachenlord oder Schanzenfest zu tun haben und nur darauf abzielen, Max in einer gewissen Art und Weise negativ dastehen zu lassen. Spätestens hier hätte Max erkennen müssen, dass Herr Zech das Drachenthema als Vorwand genommen hat, ja, um Klicks oder halt Abonnenten zu generieren. Auflegen, blockieren und keine Reichweite schenken wäre die beste Lösung gewesen. Herr Zech ging nach 41 Minuten auf das Schanzenfest ein und unterstellt Max im ähnlichen Wortlaut, er hätte durch seine Reichweite eine Vielzahl an Leute angezogen, die dort Randale schieben würden. Da frage ich mich persönlich, welches Konstrukt sich Herr Zech im Kopf aufbaut, um auf dieses dämliche Resultat zu kommen. Zum Schanzenfest gingen laut Bericht rund 800 Leute. Wie viele Leute soll Max denn mit seinen paar Sätzen im Gegensatz zu den massiven Aufforderungen der Haterschaft, die sich über 5 Jahre lang aufgebaut hat, ja, dahin gezogen haben? Gehen wir mal von 50 Stück aus. Als Grundlage nehme ich ganz einfach mal die Aussage von Max über die dort beteiligten Personen. Er hat sogar Fotos abgelehnt, weil da anscheinend sehr viele Personen waren, die ihm gegenüber sehr respektlos waren. Aber genau diese Personen gehörten bestimmt alle zu Max Community, diese respektlosen Personen. Ich meine, das deckt sich ja auch mit den ganzen Vlogs, wenn Fans die völlig dazustoßen und auch kaum Respekt zeigen. Das merkt man einfach. Herr Zech hat wirklich vieles gemacht, aber recherchiert und logische Schlüsse ziehen entfallen dem guten Herr. Max hat sich in keiner Weise zum Schanzenfest im Vorfeld als auch darauf folgenden Vlogs negativ gegenüber dem Drachenlord geäußert.
Aber Leute, jetzt kommt's. Herr Zech sagt, es wäre schon kritisch von Max, dem Schanzenfest mit seiner Reichweite überhaupt eine Bühne zu geben. Auch diese Äußerung ist mit viel Sinnlosigkeit gefüllt. Das sind wir mittlerweile gewohnt, ne? Dass ich mir persönlich schon völlig verblödet beim Schreiben des Skriptes hier vorkomme. Echt, also ich komme mir vor, als würde ich hier... Ja, weiß ich nicht, jetzt würde ich was bearbeiten, was richtig dämlich ist. Wie erwähnt hat Max im Vorfeld, sowie der Rauffunk in Vlogs, halt selbst die Hater massiv angegriffen und das Schanzenfest in keiner Weise verherrlicht. Daher trägt er eher dazu bei, und das ist natürlich ersichtlicher, Hater oder auch potenzielle Hater mit seiner Reichweite die Augen darüber zu öffnen und zeigt damit auf, wie sinnlos und schwachsinnig ein solcher Besuch als echter Hater überhaupt ist, also als jemand, der da wirklich, ja, mit Hass hingeht. Damit kann er den Hate in gewisser Weise sogar reduzieren und nutzt dafür seine Reichweite. Im weiteren Verlauf versucht Herr Zech Max weiterhin schlecht dastehen zu lassen, indem er auf die Taten der Freunde eingeht und diese in Verbindung mit Max bringt. An dieser Stelle muss man sagen, dass Max nicht für andere Personen zuständig ist. Dieser klägliche Versuch, Max schlecht dastehen zu lassen, ja, das scheiterte, Max hat's einfach ignoriert. Ja, Max entgegnete aber den allgemeinen Besuch halt mit der Aussage, den Vibe zu fühlen, beziehungsweise das Schanzenfest zu besuchen, weil es einmalig ist und weil er da seine Fans treffen kann, die in der Nähe wohnen, ohne den Drachenlord zu beleidigen oder halt irgendwie zu schaden. Aber der Herr Zech, der ist halt fest der Meinung, das würde alles gar nicht so stimmen, das ist blödsinnig, das würde er nur behaupten. Max' Aussage versteckt sich aber durch Tanzverbot, der das Schanzenfest besucht hat, darüber aber nichts postete, sich aus Videos raushielt und nie selbst ein Video darüber machte. Tanzverbot hat das Schanzenfest dementsprechend nicht gepusht oder negativ beeinflusst oder auch irgendwie den Drachenlord geschadet, nein. Das hat er nicht, weshalb es naheliegt, mehr oder weniger privat beim Schanzenfest gewesen zu sein, was auch logisch ist, denn er konnte da Max treffen und die kennen sich halt durch andere Videos. Und danach driftet Herr Zech wieder völlig am Thema vorbei und stellt die von mir geliebten Suggestivfragen. Wenn ich weiß, was das heißt, eine ja, Suggestivfrage wird so gestellt, dass nur eine bestimmte Antwort sinnvoll oder richtig erscheint. Ein Beispiel eines miesen Verkäufers, der dir einen Kinderschutz verkaufen will, wäre beispielsweise: Sie wollen doch, dass Ihr Kind in Sicherheit bleibt, wenn Sie nicht im Haus sind, oder? Natürlich kann die Mutter nur mit Ja antworten. Antwortet sie mit Nein, dann drückt sie natürlich aus, ihr eigenes Kind schaden zu wollen. Herr Zech vergleicht den Besuch des Schanzenfestes mit dem Besuch einer Organisation und stellt die Suggestivfrage, ob es nicht besser ist, ja, lieber die Organisation zu besuchen. Ich meine, natürlich ist es besser, alles ist besser, eine Organisation zu besuchen. Da kannst du ja auch fragen, ist es nicht besser, eine Organisation zu besuchen, anstatt die Gamescom zu besuchen? Natürlich ist es besser, weil du da halt helfen kannst. Er verteidigt seine Fragestellung aber damit, dann wieder als Moralapostel zu gelten. Ich vergleiche es eher mit jemandem, der versucht, Max durchgehend schlecht dastehen zu lassen, um seine Abonnenten abzugreifen. Aber wie gesagt, das hat ja wunderbar geklappt. Man kann ja den Tag hier sehen. Da ist ja richtig viel zusammengekommen. So Leute, jetzt wird's aber noch lustiger. Zech sagt im Drachenlord-Video, er wäre ein Fan von Max und hätte alle Sympathien verloren. Im Stream spricht er dann wieder den Alkoholkonsum an und wusste als Fan nicht, ja als angeblicher Fan nicht, ja, dass Max in einigen Monaten wieder trainiert. Ein guter Fan, der wirklich viel über Max weiß. Auch hier bekommt er meinen größten Respekt. Kommen wir aber nun zu meinen abschließenden Worten, weil das ist einfach so ein Schwachsinn, den ich hier aufarbeiten musste. Warum macht Herrn Zech einen solchen Aufwand? Er versucht alles, um an Klicks und Reichweite zu kommen, ohne Mehrwert liefern zu müssen oder auch zu wollen. Ja, wie gesagt, ich mochte diesen YouTuber wirklich sehr. Also ich habe den, ich glaube, bei 1000 Abonnenten oder so kennengelernt und habe mich auch sehr, sehr viel beteiligt, bis er sich halt negativ verändert hat. Angefangen mit Reactions auf, ja, sehr viel geklickte Musikvideos. Das war halt so ein kleiner Trick einfach. Man muss nicht viel machen oder nicht viel aufnehmen. Man bekommt aber halt viel Reichweite bis hin zum Interview. Nur... ja, dieses Interview wurde mir persönlich einfach nur zu dumm. Auch das Drachenvideo war mir einfach zu dumm. Die Tatsache, ein schlecht recherchiertes Drachenvideo hochzuladen, ein selten dämliches Interview zu führen und sich unter Max Stream über Stunden hinweg aufzuhalten, um sämtliche Meinungen zu lesen, sprechen auf jeden Fall dafür. Er hat ja auch sämtliche Leute unter diesem Video dann anschließend beleidigt. Und lieber Herr Zech, falls du das siehst, ich habe echt keinen Bock auf ein Interview. Anscheinend schreibst du ja mal jeden an, so wie Flair oder Bushido oder diesen anderen Bartmann oder Max. Und wie gesagt, schreib mich nicht an. Du bist sowieso blockiert, damit du mich hier nicht nerven kannst. Ich will mich nicht mit dir weiterhin auseinandersetzen. Das hat mir jetzt gereicht. Ich halte nichts von Menschen, die ihren Charakter verkaufen. Und ja, das wär's dann gewesen, ne? Vielen Dank an die Community, die bis hier dran geblieben ist. Dieses Video war wieder mal eines der sehr aufwendigen Videos, die mir aber momentan auch echt viel Spaß machen. Da ich aber regulär weitermachen möchte, erscheint diese Woche ein Nintendo 2DS-Härtetest. Freut euch drauf, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Chris.